Und zurück zu The Last Guardian, der mittlerweile 20. Folge. So, die Trigger sind jetzt angekommen hier und der eine hat mich gleich mal weggehauen. Und jetzt schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Ich denke mal, das ist der finale Kampf. Ich wünsche euch viel Spaß und go, würde ich sagen. Trigger keine Chance. Kein Plan, wo wir hin müssen. Jetzt einmal außen rum. Ah, okay, da ist unser Schild. Hier hin. Okay, wir können uns nicht bewegen. Gibt gar nichts. Jetzt auf jeden Fall mal Richtung Turm zurück. Ich glaube, ich muss irgendwie diesen Spiegel da wegschießen oder was es ist. Schau mal, ob ich mit der Schwanze da reingefahren. Vielleicht kann ich ja noch schießen oder sowas. Aber eben sonst habe ich ja den Spiegel bestimmt nicht. So, wo ist der Schwanz? Thank you.
irgendwie auf den Tennis schießen oder sowas. Der Schwanz. Nee, ist er nicht. Muss doch hier runter vielleicht. Ah, okay, da unten liegt er. Jetzt da ganz runterspringen kann. Jo. Okay, kann man jetzt schauen, wo der Schwanz ist. Oh, komm, dann beweg dich noch mal schneller jetzt. Gar nicht. Schwanz war doch hier irgendwo, oder? Da ist er, klar. Weiter zurück, vielleicht kann ich dann besser schießen. Dann funktioniert es besser jetzt. So,
zu denen jetzt. Für mir Schild. Okay. Muss ich erst das Schild wegschießen, praktisch, um ihn rum. Die Augen verändern sich. Oh mein Gott, was ist da los? Wir stürzen alle ab. Turm bricht ein. Komm, flieg mich raus. Wäre noch keiner fliegen. Ja. Schaut ziemlich mitgenommen aus. Oh ne, der macht jetzt, was ich denke jetzt, oder? Okay. Fuck, der frisst den.
Ich glaube, dass er vielleicht in ihnen drin überleben kann. Und er verliert Federn. Er verliert Federn. Bitte töte den jetzt nicht. Was ich tun konnte. Ich musste das Tier fortschicken. Zögernd sagte ich die Worte. Es lebt nicht mehr lange. Und so endete sie. Unsere außergewöhnliche Geschichte. So Leute, wir haben's geschafft, wir sind durch. Schaut's euch auf jeden Fall noch bis zum Schluss an. Vielleicht kommt ja jetzt noch irgendwas nach dem Abspann. Könnte ich mir echt gut vorstellen. Ein kleines Resümee von mir. Mir hat's wirklich sehr gut gefallen. Ab und zu hier und da ein bisschen hakelig von der Steuerung her. Die hätten sie ein bisschen besser machen können. Aber rein von der Geschichte hat es mir sehr gut gefallen. Grafik, naja, okay, ist jetzt gerade nicht die beste gewesen, aber wie sage ich immer, Grafik ist ja nicht alles.
So, jetzt bin ich einfach mal ruhig, schaut es euch an, genießt es noch ein bisschen. Und ich bedanke mich auf jeden Fall noch für alle, die mich hier ein bisschen supportet haben, die unterstützt haben. Wenn euch das gefallen hat, das Spiel, gebt mir ein Like oder auch ein Abo. Schaut auch auf meine anderen Playlists rein. Ich habe noch ein anderes Spiel auch auf dem Kanal. Ansonsten, ja, schaut sich jetzt noch weiter an. Es geht, glaube ich, noch etwas weiter.
Woher denn die Kastime angedient? Woher mit? Okay, ist erwachsen. Steht wieder. Okay, ich glaube, Trico lebt noch. Ende. Okay, Leute. Damit ist auch Schlusswort. Ende. Danke fürs Zuschauen. Danke, dass ihr mich supportet habt. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Projekt wieder. Das ist auf jeden Fall Final Fantasy. Wird wahrscheinlich schon laufen, wenn ihr das hier gesehen habt. Und ansonsten, ciao, euer Andi.